Hallo ihr Lieben, ich bin die Desiree und vielleicht kennt mich der ein oder andere als Bloggerin von Romantic Book Fan. Das ist mein Blog, den ich jetzt seit 4,5 Jahren habe. Ja, und ich habe beschlossen, dass es mal Zeit ist, was Neues auszuprobieren, nämlich meine Neuzugänge möchte ich euch diesmal in einem Video vorstellen. Genau. Was hat mich denn erreicht in den letzten Tagen? Als erstes mal eingezogen ist bei mir Diabolik vom Arena Verlag. Ich weiß nicht, ob ihr schon in einige der Rezis reingespitzelt habt, aber die überschlagen sich sozusagen vor Begeisterung. Also es wird sehr, sehr viel gelobt und ich finde auch, also der Klappentext hört sich toll an, das Cover sieht super aus und allein schon, wenn man hinten das Zitat liest, was eine Diabolik ist, ist man irgendwie schon so total, ich will's lesen, weil eine Diabolik hat eine einzige Aufgabe. Töte, um den einen Menschen zu schützen, für den du erschaffen wurdest. Also ich finde, das hört sich wunderschön mysteriös an und ich freue mich schon total auf das Buch. Genau, mein zweiter Neuzugang. Rat der Neuen von Veronika Roth. Ja, Veronika Roth dürfte ja vielen ein Begriff sein. Ich glaube, ihre Trilogie hat so ein bisschen gespalten. Einige waren total begeistert und einige waren so, das Ende, nee, geht gar nicht. Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf ihre neue Dialogie. Also es ist ein Zweiteiler und das ist jetzt das erste Band davon. Und ihr seht schon, das Cover ist so ein bisschen düster und so ist auch ein bisschen der Klappentext. Es wird so ein bisschen futuristisch, aber auch eben fantasy-lastig natürlich. Und ich bin begeistert, ich bin schon total gespannt. Genau. Als dritten Neuzugang haben wir hier Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Ja, ich habe beim Zitate-Rätsel auch mitgemacht. Ich hatte auch das Glück, Post vom DTV-Verlag zu bekommen. Ich hatte mit der lieben Ingrid dann auch meine Zitate-Partnerin gefunden und darf jetzt dieses wunderschöne Leseexemplar in den Händen halten. Und ach, ich finde sie einfach nur so toll aus. Man sieht das immer auf Fotos total schlecht, aber der DTV-Verlag hat hier so einen wunderschönen, durchsichtigen Umschlag einfach designt. Und das sieht einfach wahnsinnig hochwertig und wahnsinnig toll aus und es sticht einfach auch wahnsinnig ins Auge. Ich finde, das Buch ist ein totales Schmuckstück. Ich glaube, ich kann das gar nicht mehr aus der Hand geben. Genau. Ich habe Throne of Glass noch nicht gelesen, auch wenn es super viele tolle Rezis dazu gab. Ich habe die ersten 3 Bände zu Hause. Ich glaube, das 4. Band ist gerade erschienen. Und ich will es unbedingt lesen. Ich brauche mehr Lesezeit, das könnt ihr sicher nachvollziehen. Aber ich kenne mich. Also wenn jetzt hier Das Reich der Sieben Höfe super ist, dann kram ich als erstes diese 3 Bände, die ich schon habe, raus und werde die wahrscheinlich verschlingen und dann das 4. Band gleich hinterher schieben. Wie es halt immer so ist. Genau. Im Moment lese ich gerade den ersten Teil von Angel Fall als Taschenbuch. Ich weiß, es ist schon mal als Hardcover erschienen und dann war es, glaube ich, nicht so glücklich, dass das 2. Band so lange auf sich warten ließ. Und auch damals gab es schon so viele begeisterte Rezis und ich habe jetzt das erste Drittel des ersten Bandes von Angel Fall gelesen und bin total begeistert. Dieses düstere Setting mit den Engeln und die Engel, die jetzt auch wirklich die Gefährder sind, also diejenigen, die angreifen und dann ja auch die junge Schwester von Penryn entführen. Ich finde es total super und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt Band 2 erscheint, dann hole ich mir auch gleich Band 2, damit ich am besten gleich weiterlesen kann. Genau, und das ist jetzt ganz neu bei mir eingezogen, Band 2. Genau, und als letztes, ach, ihr ahnt es schon, ich habe die Avell-Werbung mit dem Ausverkauf entdeckt und konnte es mir nicht verkneifen, auch da wieder einige Bücher zu bestellen. Avell hat ja dann Mängelexemplare, die entsprechend günstiger sind und da macht es natürlich total Spaß, mal auch in älteren Serien zu stöbern, die man noch nicht gelesen hat. Und unter anderem ist mir dann Engels Nacht von Lauren Kate in die Hände gefallen. Das ist ja eine 4-bändige Serie. Ich meine, ich hätte auch schon mal in den ersten Band vor Jahren reingelesen. Genau, und ich habe jetzt einfach alle 4 Bände nochmal neu bestellt. Und freue mich total. Also die Rezis sind ja durchweg gut. Ich liebe Fantasy-Romances. Hier sind dann die Engel auch wieder die Guten. Also auch hier ein bisschen düster, soweit ich das weiß. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es mir gefällt. Genau.
Das waren jetzt mal meine Neuzugänge. Ich hoffe, euch hat das im Videoformat gut gefallen und ich freue mich auf jeden Fall über Anregungen, Kommentare. Habt ein bisschen Nachsicht mit mir, weil es das erste Video ist. Ja, aber ich freue mich auf euer Feedback. Tschüss!